Hallo und ein herzliches Willkommen. Auf meiner Schwimmbockkarte in Transportfieber, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, wir sind zurück in Stade. Ich habe hier einiges weitergebaut. Sieht das nicht klasse aus? Ja, das ist die neue Grafikmod, die ist am 24. Dezember, ein Heiligabend für uns, im Adventskalender im Transportfieberforum gab, zusammen mit vielen, vielen anderen Mods. Und diese Grafikmod ist einfach der Wahnsinn. Die frisst selbst auf meinem System, ich habe ja nicht das Beste, das wisst ihr ja, schon in die Jahre gekommen, kaum Ressourcen, ich habe die gleichen Frames. Und es sieht einfach grandios aus. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben keine Sichtweitenbegrenzung mehr. Das Wasser sieht viel besser aus. Und wenn man hier sich das anguckt, das ist einfach Wahnsinn. Ich habe hier schon eine Menge gefilmt. Das wird definitiv noch dieses Jahr zu sehen geben. Ich habe dann auch noch eine kleine Überraschung für euch. Kurz vorm Jahreswechsel, da möchte ich aber nicht so viel verraten. Haltet einfach die Augen offen. Ich kann euch nur eins sagen, es hat mit den beliebtesten Videos auf meinem Kanal zu tun. Diese Grafikmod, ich saß, bevor wir gleich ins Stade, ich zeige euch das, aber ich muss euch das einfach sagen, weil mich das so begeistert. Ich saß Heiligabend vor meinem PC, bin morgens aufgestanden. Frau und Sohn hatten noch zu tun, dachte ich mir, guckst du noch mal kurz in den Kalender. Ich meine, guckt euch das an. Hab da reingeguckt und ja, da waren halt viele, viele Mods, alle durchgeguckt und ganz am Ende war dieser Shader. Und ich mir das durchgelesen, runtergeladen und aktiviert, dachte, ach, bei mir läuft das eh nicht. Dann ist die Map hier fertig geladen und ich dachte, mich trifft der Schlag, ohne Scheiß. Das war wow. Ich saß zappernd vorm Computer und konnte meinen Augen kaum trauen. Also was man aus dem Spiel rausholen kann, das ist ja fast wie Transportfieber 3 hier, Transportfieber 2. Das ist wirklich, also wie gesagt, ich habe eine Menge gefilmt. Ihr werdet das alles zu sehen bekommen. Ich werde noch ein bisschen was dranhängen. Guckt mal da hinten, der Zug. Unser Intercity da hinten, der vom Werk lang fährt, das ist wow. Also, ich brauche unbedingt einen neuen Computer, damit ich das noch schärfer hier alles sehe. Das ist wirklich grandios. Also, da stellt sich für mich nur die Frage, es ist kaum ressourcenfressend. Warum hat man das nicht selber in diesem Glanz und dieser Glorie entwickelt und rausgebracht, wenn es doch nicht mehr Ressourcen frisst? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber nun gut. Ich find's wow. Kommt unser Regionalexpress noch durch und dann würde ich sagen, fliegen wir mal zurück nach Stade. Ja, und die Mitfahrt, die ich hochgeladen habe, das war ganz spontan in dieser neuen Kameraperspektive. Und obwohl das ja so ruckelig war, habt ihr mit fast 85% dafür gestimmt, dass es mehr Mitfahrten geben soll. Dafür muss ich natürlich die Strecken erstmal ausschmücken. Dann wird es das auch geben. So. Wir fliegen hier mal nach Stade. Fangen hier vorne mal an. Hier habe ich ein kleines Betriebswerk erstellt. Nichts Wildes. Das hat hier 6 Gleise. Hier haben wir uns schon einen Bauzug abgestellt. Wird natürlich mit der Zeit noch gefüllt und auch noch weiter ausgeschmückt. Und vorne einfach, da hier auch der Bauzug steht, ein paar Gleise, Gleisschwellen, Betonschwellen, ein paar Werkstätten und Hallen, Klimbim abgestellt, nichts Wildes, Autos, Texturen, fertig. So ein kleiner Kran wäre halt noch schön. Wir haben ja diese großen Baukräne, aber ja, das passt natürlich nicht so ganz. Und diese Baustellenkräne, die sind einfach zu massiv. Das passt hier nicht wirklich rein. Hier noch eine kleine Betankungsanlage. Mein Wohnwagen, der überall stehen muss. Joa, Weg, kleine Wendeschleife und fertig. Was ist noch neu? Jetzt schauen wir mal durch. Hier. Dieses kleine Wohngebiet ist neu entstanden.
wo ich die Brücke gerade sehe, durch den Senkio-Patch kann man ja jetzt ganz einfach hier mit Bild auf, Bild ab, einfach in der Ebene seine Brücken beginnen. Ja, hätte ich mal 3 Wochen vorher gebraucht. Aber nun gut. Ja, hier, da habe ich einfach die Äste zum mal dran hängen lassen. Hier sieht man ja, ist ja ohne. Und dann habe ich hier das. Na, das ist jetzt das falsche Beispiel. Nehmen wir mal das. So. Na, die Häuser alle keine Assets. Wenn wir mal was zeigen. Genau hier. Seht ihr ja, da hängen hier Bäume und Bänke und Regenschirme und Sonnenschirme dran. Und hier dann gar nichts. Und hier habe ich einfach die Assets dran gelassen. Habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart. Wege drum. Ja, jetzt wirklich, das ist selbst mir leicht gefallen. Oh, hier fahren ja Autos. Seit wann denn das? Sehr schön. Die meisten fahren mit dem Bus. Aber fahren tatsächlich auch Autos. Hier vorne habe ich freigelassen. Das ist ganz praktisch. Das ist einfach der Parkplatz für die Leute, die hier wohnen. Und habe ich jetzt ganz unterschlagen. Hier ist die Überführung. Ist verschwunden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Gleis hier hochzuführen. Durch das Wäldchen. Das geht dann hier mit rein. Und dann werde ich hier hinten wieder rausgehen. Oder besser gesagt, hier mit durchfahren. Hier habe ich ja auch die Durchfahrgleise. Fahre dann vielleicht auch mit hier hoch. Und hier bietet sich's da an. Dann gehen wir hier raus. Und gucken mal hier hinten irgendwo, dass wir hier in die Spirale gehen. Oder vielleicht sogar eine Rundstrecke machen. Schauen wir mal. Ja, weil hier. Ich habe noch so einen kleinen Bahndamm dran gebaut. Aber das brauchen wir jetzt nicht zeigen. Und ich denke, dass man, wenn man sich hier hinsetzt. Hier kann man auch schön Bilder einfangen. Auf 55 geht, das sieht schon wow. Ja, im Hintergrund fährt dann der Regionalverkehr und hier vorne fährt dann der Güterverkehr drüber. Sehr geil. So. Ja, dann ist hier ein IKEA entstanden. Was also entstanden? Das habe ich hier reingeklebt. Das ist ja hier unter Haltestellen. Besser gesagt Depots. Die hier das hier aus Train Fever konvertiert. Ganz simpel und einfach. Reingeklebt. Muss ich natürlich noch Autos abstellen, noch ein paar Bäume setzen. Und mir ist ganz entgangen, das Ganze hat einen Besuchermagneten. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber am Anfang sind hier ziemlich viele Leute reingelatscht. Ja, wie gesagt, kann man noch ausschmücken. Hier hinten sogar noch ein paar LKWs parken, Anhänger. All sowas. Ja, hier hinten, Gerümpelkammer. Selbsterklärend. Einfach geguckt, was man hier abstellen kann. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum ich nur noch die Bagger bauen kann und nicht die Walze und den Radlader. Hier ist so eine kleine Vermietung entstanden für LKWs und Auflieger und Lieferwagen. Joa, hier haben wir ja unsere Autofabrik. So, und dann fliegen wir hier in die Innenstadt. Das war, ja, nicht so einfach für mich, aber am Ende, ich habe hier oben, war ja hier die Haltestelle, die habe ich jetzt hier hingesetzt. Ist ein bisschen doof, weil das Ganze hat ja Tramgleise hier. Aber ja, könnten auch Spurrillen sein, was weiß ich. Egal, nicht so wild. Seht, hier laufen auch Leute. Hier habe ich überall Besuchermagneten reingemacht. Mal gucken, vielleicht finden wir jemanden. Natürlich nicht. Ja, und das Ganze ausgeschmückt. Diesen Toiletten hier von diesem Bahnhof Horten in Ribblesdale. Einfach das
Badungshäuschen rein, könnte auch kleines Kiosk oder auch Toilettenhäuschen sein. Diese große Statue hier mal verbaut. Telefonzellen, Bänke, Bäume. Und hier habe ich auch die Assets dran gelassen, weil hier sind ja überall Sitzmöglichkeiten, Restaurants. Also das muss noch final ausgeschmückt werden. Hier vorne dann McDonald's. Da habe ich auch schon Autos abgestellt. Hier diese große Reiterstatue, die habt ihr ja schon in den bewegte Bilder Impressionen gesehen. Oh, noch ein Auto. Ja. Auch um das McDonald's in Zaun rum kommt unser bewegt. Ach herrlich, das ist einfach das Schönste. Wenn man dann noch mit dem Kameratool aufnehmen kann, die Züge und den Verkehr und die Szenerien, das ist einfach herrlich. Dann unser Bahnhofsvorplatz ist fertig. Ja, gefällt mir nicht so ganz, aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Seht, hier laufen auch Leute durch. Okay, der hat kleine Zappelanfälle. Ah, das ist, weil hier ist ein unsichtbarer Weg drin, der ist anscheinend ein bisschen eng für ihn. Ja, hier auch immer mit Schienenfahrzeugen gearbeitet, die ich hier hingestellt habe. Sieht man ja auch manchmal an Bahnhöfen oder generell an Museen oder so, Bahnmuseen, dass da die Wagen oder die Loks davor stehen, so als Willkommensgruß. Ja, zwei Restaurants, Bäume und ein bisschen was zum Sitzen. Joa. Dann auf der Seite ist hier hinten so ein kleiner Bereich entstanden. Auch ganz simpel. Rum und gut. Ich will mal gerade was gucken. Nee, die Mod habe ich leider noch nicht aktiv. Die neue vom Peugeot Racer. Damit lassen sich ja jetzt auch, der hat meinen Wunsch da umgesetzt, leichter Parkplätze bauen. Eine tolle Mod mit Assets vom Schwarzfahrer, unter anderem Parkplätzen mit Randsteinen. Dann ist hier der Bereich entstanden, mit dem ich mich sehr schwer getan habe. Ich bin froh, dass er fertig ist. Das hier gefällt mir eigentlich recht gut. Da habe ich das alles mal so versetzt gebaut. Kleiner, oder was heißt kleiner? Einfach ein Apartment-Block hier mit Apartments. Geht auch die Straße durch. Hier auch überall Autos abgestellt, mit Zäunen gearbeitet. Wieder der obligatorische Wohnwagen. Ja, nichts Dramatisches. Hier stehen dann die Häuser auch so versetzt. Mir ist nämlich mal wirklich aufgefallen, wenn man durch die Städte geht und man guckt, da gibt's nichts, was akkurat aneinander steht. Also, da ist wirklich gerade die älteren Gebäude, da ist nichts, was gerade steht. Also da ist alles schief und krumm und ich mache mir immer Gedanken. Ich baue dann sowas hier. Schön gerade. Sowas ist eigentlich utopisch. Dass ein 200 Meter langes Gebäude so akkurat gerade so eine Front hat, das gibt es eigentlich sehr selten in Städten. Da ist da mal ein Spalt zwischendrin oder das eine Gebäude, das steht ein bisschen schief oder ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Ja. Auch alles gefüllt hier mit Autos, Texturen. Hier das mal so gelöst. Auch, dass die Autos in Reihe und Glied stehen. Ja. Schaut euch mal um. Die Leute parken, wie sie wollen. Ja. Und mit der neuen Grafikmod, wie gesagt, ich habe eine Menge gefilmt. Ihr kriegt das noch zu sehen. Wirklich sehr, sehr geil. Also, der Unix Root, der hat da wirklich wow. Also, zusammen mit dem Grimes. Was für eine Mod. Ich meine, ihr seht es ja. Der Transport Fever spielt, der weiß, dass das nicht möglich wäre, diese Fernsicht.
Die Bäume sind schärfer. Wahnsinn. Und das kommt richtig zur Geltung mit dem Kameratool. Hans Dampf hat Screenshots gepostet im Forum, da wäre mir fast die Kinnlade runtergefallen. Von seinem Bahnhof in Karlsberg. Wow. Also grandios. Das ist wie ein neues Spiel quasi. Und ich mit meiner alten Möhre hier, der ist schon so begeistert. Was macht jemand mit einem sehr leistungsstarken Rechner? Also ich brauche dringend einen neuen Computer. Das steht mal fest. Aber dafür muss natürlich auch erstmal Geld da sein. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir mal eure Meinung zu dem Grafikmod schreiben, wenn ihr Lust habt. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich wieder was Neues für euch habe. Bis dahin, haut rein, lasst euch nicht ärgern und ciao.